In Forza Horizon 5 gibt es mittlerweile weit über 600 Autos und darunter gibt es natürlich einige sehr besondere und verrückte Autos, die du unbedingt haben solltest, deswegen schauen wir uns heute 10 von diesen an. Zuallererst haben wir die Toyota Supra aus dem Jahr 1998 und wie man hier sieht, hat der Wagen auch in Forza Horizon 5 sehr viele Tuning-Optionen, egal ob Frontstoßstangen oder Heckstoßstangen, Spoiler-Optionen und sogar ein Wide-Body-Kit ist alles dabei. Jedoch gibt es auch bei dem Wagen eine Sache, die wahrscheinlich einige Leute noch nicht wissen, und zwar, wenn man über 100 km/h in dem Stock Toyota Supra fährt, kann man hier sehen, dass der Wagen unter der Frontstoßstange eine Aero-Funktion hat, was auf jeden Fall ein sehr cooles kleines Detail ist. Bei dem nächsten Wagen handelt es sich um die Chevrolet Impala. Bei diesem Auto hast du die Möglichkeit, den Wagen in einen kompletten Lowrider umzubauen. Hier sieht man, der Wagen liegt wirklich komplett auf dem Boden und der Wagen ist sogar gar nicht mal so langsam, denn der Wagen kann bis an die 440 km/h erreichen, was echt viel ist für einen Lowrider. Und dazu habe ich in der Videobeschreibung noch ein Bounce-Tuning verlinkt. Wenn du nämlich mit diesem Tuning an eine Wand gehst und dort dann immer abwechselnd Gas und Bremse gedrückt hältst, wirst du sehen, dass der Wagen langsam immer höher schwingt, bis er sogar fast komplett senkrecht steht. Ein weiteres Auto, was du unbedingt haben musst, ist die Dodge Viper Anniversary Edition. Der Wagen ist jetzt erst vor kurzem neu ins Spiel hinzugekommen und den kann man freischalten, indem man die Horizon Origin Story abschließt. Zuerst haben viele Leute gedacht, dass der Wagen das neue beste Auto für die S2-Klasse wird. Leider ist der Wagen nicht das neue beste S2-Klasse-Auto, ist aber nichtsdestotrotz ein super S2-Klasse-Auto, was man auf jeden Fall auch online verwenden kann. Wo der Wagen aber das neue beste Auto ist, ist in der S1-Klasse. Dort ist der Wagen wirklich mit Abstand das neue beste Auto für Rundkursrennen und Sprintrennen. Hat eine solide Höchstgeschwindigkeit, super Handling und Bremsverhalten, also hat wirklich das komplette Gesamtpaket. Außerdem kannst du den Wagen auch für S1-Klasse Offroad-Rennen benutzen. Dort ist er zwar nicht das Beste, aber auf jeden Fall auch eines der Besten. Somit hast du die Möglichkeit, ein Auto, was komplett gratis zu bekommen ist, einfach für sehr viele Zwecke benutzen zu können. Und dazu ist das Auto natürlich auch noch ein sehr nostalgisches Auto. Dann als nächstes den Zeracars RX3. Vor einiger Zeit habe ich den Wagen schon mal gezeigt. Dort hatte man nämlich die Möglichkeit, sich komplett in die Luft zu katapultieren, wenn man hier über die Sanddünen fährt und dann in dem Moment, wo man landet, das Pause-Menü drückt und danach wieder auf Weiter drückt. Dort ist man dann wirklich mehrere hundert Meter in die Luft geflogen, das wurde leider gepatcht. Trotzdem ist der Wagen aber immer noch ein sehr gutes und spaßiges Auto für A-Klasse Offroad-Rennen. Der Wagen lässt sich auf jeden Fall sehr leicht handeln und ist auf jeden Fall ein Must-Have für alle, die Offroad-Rennen mögen. Ein weiteres Must-Have-Auto ist der Mazda X7 aus dem Jahr 1997. Der Wagen hat nämlich sehr, sehr viele und verrückte Tuning-Optionen. Das Besondere bei dem Wagen ist aber, dass er insgesamt 2 Whitebody-Kits hat, wobei das zweite Whitebody-Kit einfach komplett verrückt ist, denn wenn wir hier einfach mal an die Seite schauen, sehen wir auch, das sieht sehr abgespaced aus. Das ist auf jeden Fall das mit Abstand verrückteste Body-Kit, was es bis jetzt in Forza Horizon 5 gibt. Und den Wagen kann man auch super benutzen, um einfach rum zu cruisen. Und auch als Driftauto ist der Wagen sehr gut geeignet, denn mit dem Wagen kann man echt sehr geile Drifts ausführen und es macht auch einfach sehr viel Fun. Bei dem nächsten Auto in der Liste handelt es sich um ein DLC-Auto, das heißt, nur die Leute, die den Hot Wheels DLC haben, können dieses Auto fahren. Hierbei handelt es sich um den Brabham BT62. Der Wagen ist nämlich aktuell das beste Auto in der S2-Klasse. Egal ob für kurze Strecken oder lange Strecken, der Wagen ist auf jeden Fall die erste Wahl. Eine super Höchstgeschwindigkeit, krasses Handling, lässt sich super leicht kontrollieren und kann man deswegen auch sehr, sehr gut für Online-Rennen benutzen. Wer dieses Auto aber nicht besitzt, dem kann ich den Koenigsegg CC GT empfehlen. Der Wagen ist einfach eine etwas schlechtere Version des Wagens, ist aber trotzdem auch ein Top-Auto für die S2-Klasse. Wolltet ihr auch schon mal 2 Spoiler auf einem Auto haben? Das geht nämlich mit dem BMW M3. Mit dem Wagen hat man nämlich die Möglichkeit, zwischen 2 Whitebody-Kits auszuwählen. Es sieht auf jeden Fall schon mal sehr crazy aus und es ist auch schon ein Spoiler montiert. Und wenn man jetzt hier unter Tuning-Optionen unter Spoiler geht, hat man hier die Möglichkeit, nochmal einen Spoiler reinzubauen. Und hier fällt die Wahl nicht schwer, nehmen wir auf jeden Fall den größten auch nochmal hier hinzu und jetzt haben wir hier ein Auto mit 2 riesen Spoilern. Außerdem hat man bei dem Wagen auch noch die Möglichkeit, die Teile für den BMW M3 GTR anzubauen und dann natürlich auch noch die Lackierung drauf zu klatschen und dann hat man hier den BMW M3 aus Need for Speed Most Wanted nachgebaut. Den Wagen kann man dann zum Beispiel für Cops vs. Racer benutzen oder ist auch ein solides Auto für die A-Klasse. Ein weiteres sehr verrücktes Auto ist der Apollo Intensa Emotione. Bei dem Wagen ist es nämlich so, wenn man hier auf Auto lackieren geht, sieht man hier so ein kleines Plus und wenn man hier dann auf die weiteren Optionen geht, hat man hier die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Farbbereichen auszuwählen. Und hier hat man einfach die Möglichkeit, die linke Seite und die rechte Seite separat zu lackieren. Jedoch hat man aber auch dieselbe Option für die Motorhaube und auch für den Spoiler. Das heißt, wenn man will, kann man lauter verschiedene Farben bei diesem Auto anwenden und der Wagen sieht am Ende komplett verrückt aus. Und nachdem du den Wagen so verrückt getunt hast, kannst du ihn auch noch als super S2-Klasse-Auto benutzen, denn der Wagen hat eine gute Höchstgeschwindigkeit, Handling ist zwar mittelmäßig, aber für S2-Klassenverhältnisse noch relativ gut. Deswegen ist der Wagen auch sehr gut für Sprintrennen geeignet und ist auf jeden Fall ein Must-Have in deiner Garage. Das nächste Auto ist der Ford Supervan. Sieht zuerst ganz normal aus, aber eine sehr verrückte Sache, die du bei dem Wagen machen kannst, ist hier in den Forza Vista Modus gehen und dann hier bei der Motorhaube hier einmal auf Entfernen drücken und dann sieht man hier einfach das hier.
Das sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr verrückt aus. So kann man leider mit dem Auto draußen nicht rumfahren, ist aber trotzdem eine sehr, sehr coole Option. Und dazu ist der Wagen noch ein Sleeper-OP-Auto in der S1-Klasse. Der Wagen hat echt ein geisteskrankes Handling für die Form, die der Wagen hat. Und ist auch noch relativ schnell, also kann man sehr gut für Rundkursrennen in der S1-Klasse benutzen und darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und ein weiteres Auto, was du unbedingt haben musst, wenn du die Möglichkeit dazu hast, ist der Bad Blade. Der Wagen ist auch wieder ein DLC-Auto aus dem Hot Wheels DLC. Jeder, der den Hot Wheels DLC hat, muss den Wagen unbedingt mal ausprobieren, denn nicht nur auf der Hot Wheels Strecke ist der Wagen ein sehr gutes Auto, sondern auch für S2-Klasse Rundkursstrecken, denn der Wagen hat mit Abstand das krankste Handling im Spiel, das ist sogar noch krasser als von einem Sesto Elemento. Hier kann man wirklich teilweise durch Kurven, wo jedes andere Auto abbremsen muss, mit Vollgas durchfahren, als ob überhaupt keine Kurve vorhanden wäre. Dazu hat der Wagen auch noch einen richtig kranken Grip, wozu der Wagen zu einer richtigen Geheimwaffe wird. Leider hat der Wagen aber noch einen großen Nachteil und das ist seine Höchstgeschwindigkeit, was für S2-Klassenverhältnisse echt sehr langsam ist. Auf Strecken mit langen Geraden wird der Wagen einfach super easy überholt, also dafür ist er wirklich nicht der beste Wagen. Falls du noch weitere Autos kennst, die man unbedingt haben muss, schreib sie gerne in den Kommentare, auch gerne mit Tunings und ich werde sie für euch testen. Denn in diesem Video hier zeige ich dir 10 Autos mit verrückten Tuning-Optionen, die du unbedingt kennen musst.